Hallo ihr Quirlinge, Arion von Askalan und seine Gefährten sind nach einem Abstecher in Garshok wieder zurück im Sumpf des Vergessens. Es gab ein paar Reibereien mit Orks, deswegen braucht... Ja, genau, ich bin ja schon dabei. Ach, nicht Nachtalb, du kommst als wunderschöner Gaskorin wieder, Heiko der Wunden. So, hast ja auch gut hingehalten. Da war ein Ogre dabei und der stand direkt neben Gaskorin. In der Nacht. So, das gab ein böses Erwachen. Das hier nochmal und auch Merit ein bisschen. Brech das hier ab. Ja, Sumpferkundung. Fortgeschrittene solche. Mal wieder die Karte einnorden. Damit wir immer vom gleichen reden. Ja, wir sind ein großes U gelaufen, aber das ist noch gar nicht fertig, das U. Was? Nee, will ich gar nicht. Ich muss jetzt da wieder hin. Oder ich laufe dem entgegen. Aber es geht gar nicht. Oder habe ich hier den Weg? Nee, habe ich doch gar keinen Weg. Und mittendurch, da hätte ich einen Weg. Okay, dann gehen wir mal jetzt wieder hier runter. Bis zu der Stelle. Und da geht es mal in den Sumpf rein. In der Hoffnung, dass wir dann hier vielleicht irgendwie da unten wieder rauskommen. Da machen wir also ein bisschen Synergieeffekte. Und das heißt, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Der Turm da hinten ist garantiert noch besonders. Aber bisher haben die Helden ja keinen Weg dahin gefunden. Das wird aber noch kommen. Oh. Oh, gut. Schwein gehabt. Da war die Treppe gar nicht, wo ich dachte, dass sie war. Also mal ein bisschen geradeaus und beim nächsten Holzsteg rechts abbiegen. Nächsten Holzsteg rechts abbiegen. Naja, nach dem Fund dieser magischen Waffe sind die Helden auch ein bisschen angefixt und denken, oh ja, der Sumpf, der ist gar nicht so schlecht. Und sie haben durchaus auch einiges an Beute gemacht. So, jetzt hier penetrizellieren wir uns wieder voran, Hellsicht. Penetrizel, Holz und Stein, in fremde Räume, schau hinein. Ja, du hattest gerade deinen Schauerstab nicht in der Hand. Das war ungeschickt. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Führt denn hier kein Weg zu wirklich in den Sumpf hinein? Na, hier vielleicht irgendwas, aber das geht da auch nur wieder hier ums Eck. Gut, ja. Mehr als das Erkunden kann ich ja nicht machen. Kämpfen bereits entzombisierten Gebieten sollte es ja eigentlich auch nicht geben. Ich glaube nicht, dass hier was respawnt. Also, hier vorne gibt es so eine Schleife, aber da wird wohl der andere Weg, den ich noch nicht gegangen bin, auch nur dahin münden, wo ich schon war. Nichtsdestotrotz mal hier, ja genau, das war nur so eine Schleife im Weg. Hier kennen sich die Helden schon ein bisschen aus. Hier geht was rechts rein. Und führt hier vorn wieder auf den bekannten Weg zurück. Exakt. Aber hier, sagt Myria, da ist noch sowas, so eine Andeutung von einem Weg gewesen. Der könnte mit dem zusammenhängen. Und wenn ich schon den ganzen Weg hier nochmal laufen muss, weil die Wege so seltsam sind, wie sie sind, kann ich ja das angenehm mit dem Nützlichen verbinden und hier feststellen, dass gar kein Weg da ist. Oder? Also Minimap zeigt keinen Weg mehr an. Hier mag mal ein Weg gewesen sein, vor sehr langer Zeit. Puh, jetzt hier durch das Ried zu laufen, das macht nicht wirklich Sinn. Hier geht's auch nicht weiter. Nee, das knicken wir mal. Das ist den Helden auch zu gefährlich, das grundlos zu tun. Also doch wieder hier drüber. So,
Dann sind wir ja bald da, wo wir waren. Hier könnte man dann mal reingehen. Genau, wir erkunden diese Ecke da. Genug Kämpfe im Sumpf sind auch übrig. Mindestens 12 sind es und wir haben erst 4 oder 5. Glaube ich. Der Moorleichenkampf zählt nicht dazu. Genau, jetzt was hier interessanter. Was ist das für ein Weg? Führt er zum Turm? Er führt überraschenderweise zu einer nächsten Holzkonstruktion. Und die ist, also die führt in die Mitte des Sumpfes tatsächlich. Und der Weg hier rechts, der muss ja irgendwo im Nichts versacken, weil die Helden ja keine Einmündung kennen. Ja, und das ist auch genau der Fall. Hier rüber, Helden von Welt. Hier ist wieder alles sehr, sehr schmatzig. Warum führt der Weg hierher? Da ist nichts zu entdecken. Sind wir hier mittendrin, echt? Naja, der Turm ist halt schon interessant. Aber ist der Turm das Risiko wert? Wobei, hier kann man relativ gut sich voranmogeln. Ich bin überrascht, dass es hier nicht zu irgendwelchen Sumpfattacken kommt. Weder Zomboider noch schlammlochiger Natur. Hier will ich jetzt aber nicht rein, ohne Grund. Das würden die Helden auch ablehnen. Ja, das würden sie nicht tun. Nicht ohne guten Grund. Ich werde noch den Rand des Riedwaldes ablaufen. Das ist recht bequem hier, recht sicher auch. Myria penetriziert fleißig, kann aber auch irgendwie nicht wirklich eine Hilfestellung geben. Jede Menge Sumpf. Und ein paar kleine Helden mittendrin. Es wird auch bald dunkel. So, jetzt ist hier wieder schlechteres Terrain. Okay, aber das ist ja ein Gebiet, das die Helden bereits kennen. Hier vorne müsste es wieder besser werden, genau. Hier hört auch irgendwann alles auf. Exakt. Jo. Nur Sumpf. Keine speziellen Punkte. Mal noch hier scharf links. Aber da konnte man ja reingucken, da war ja nichts. Dann nochmal scharf links. Diese bedrückende Musik. Die Helden fragen sich und mich allmählich, was sie hier eigentlich tun. Da ist was. Es sind sogar mehrere Hütten gleichzeitig. Und das könnte Ärger geben. Speichern. Haben wir irgendwas Fieses hier schon gehabt? Nö. Jetzt ist Vorsicht angesagt, sagt Ringiel, denn er hat etwas entdeckt. Ruinen? Was sind Ruinen? Steinerne solche. Oh oh, das gibt mächtig Ärger mit Ranzen und Zombies. Die Helden beschließen erstmal draußen rumzuschleichen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was das eigentlich sein könnte. Und wie groß es ist. Und dort gibt es zu bedenken, dass man auch ein trockenes Fleckchen für die Nacht bräuchte. Was vielleicht innerhalb der Ruinen durchaus zu finden sei, weil hier, wie man hören kann, da möchte man seinen Schlafsack nicht ausrollen. Da wird man während des Schlafs zur Moorleiche. Ja, es ist eine rechteckige Struktur.
Sieht aus wie ein altes militärisches Gebäude. Aber mehr können die Helden sich auch noch nicht zusammenreimen. Und sind jetzt gleich auch einmal rundherum. Genau, jetzt. Ja, mit Turmrest sogar in der Ecke. Das ist eine sehr einfache Bauart, wie Sie finden. Kann nichts Besonderes gewesen sein. Und innen drin alles versunken. Im Turm ist vielleicht was Interessantes. Das schauen Sie sich zuletzt an. Erstmal gucken, dass hier niemand irgendwo lauert und kauert. Nö. Igitt. Ja, wenn hier was ist, dann ist es im Turm. Oder dem, was davon übrig ist. Hallo? Ist hier irgendwer? Nein. Die Helden finden, wenn hier was war, dann ist das alles schon längstens geplündert. Und wenn hier mal Zomboide entstanden sind, dann sind die auch schon sowas von weg. Gut. Nicht gut eigentlich, aber so ist es nun mal. Dann kann ich hier noch zurück erkunden und dann ist der Fleck aufgedeckt. Der eine Flecken da hinten, der stört mich aber noch auf der Karte. Und hier. Oh, Myri hat gar kein Penetritzel mehr. Das erklärt das Problem. Mal kurz. Aber dann wird es natürlich richtig dunkel. Bei Dunkelheit durch den Sumpf ist eine schlechte Idee. Die Helden suchen sich wirklich ein ruhiges Fleckchen bei dieser Ruine und beschließen, hier die Nacht zu verbringen. Gasgreen bekommt noch ein bisschen Zuwendung. Achso, nee, bekommt er nicht. Darf sich schlafen legen. Hunger und Durst sind jetzt noch nicht so groß. Ich habe aber auch noch alles dabei. Also schlaft ihr mal. 7 Stunden. Jo. So richtig erholt tut ihr hier auch gar nicht, oder? Ach, die schlafen sogar noch. Ach so. Jetzt kam erst die Erholung von der Tarnele. Okay. Magie anwenden, Hellsicht, Penetritzel. Penetritzel, Holz und Stein, in fremde Räume schau hinein. Und wir schauen in fremde Moraste, also hier um die Ecke links. Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Da geht es tendenziell zurück dahin, wo ich schon gewesen bin. Jo. Hier der Rand, der ist viel interessanter. Myria sagt, das Schilf, das Ried wäre gar nicht so dicht und lang und dick und breit. Dahinter wäre aber nur Schlick und Wasser. Ja. Also die Mitte des Sumpfes hatten sich die Helden jetzt auch schwieriger und gefährlicher vorgestellt. Aber offenbar ist das noch gar nicht die Mitte. Der Sumpf ist groß. Mal geschaut, ja. Ich würde jetzt noch mit Penetritzel das hier noch ein bisschen aufdecken und da oben einfach der lieben Ordnung halber. Aber da erwarte ich jetzt nicht mehr wirklich was. Es ist am sinnvollsten, wirklich hart an der Grenze lang zu laufen vom Schilf. Und dieses unendliche Geheul, das geht einem auch so richtig auf den Senkel. Habt ihr überhaupt Senkel, Helden? Haben eure Stiefel Schnüre, ja? Oder haben sie die nicht? So, da ist nix.
Und diese Vögel, die hier hausen. Ist auch noch was für sehr hartgesottene Ornithologen, sich mit diesen Gattungen hier zu beschäftigen. Gleich haben wir es. Oben der Flecken noch. So. Ja, ich definiere, dass hier in der Mitte nichts ist. Da sind zwar diese Bäume, aber die stehen halt da drin. Das will nichts heißen. Das da werde ich noch kurz ein bisschen sauberer ablaufen. Wenn man hier keinen Penetrizer hat, dann sieht die Karte so derartig scheiße aus, wenn man die aufdeckt. Halt immer nur so. Also, es wirkt so Polygon für Polygon, obwohl es eigentlich nicht dreidimensional ist, aber so Teilfläche für Teilfläche wird die irgendwie erst aufgedeckt und das. Ja, nee. Wenn man da im Internet nach entsprechenden Karten mal sucht, das sieht ganz fürchterlich aus. Okay, nö, die Helden denken, ja, also, wenn sie nicht irgendwie wirklich in den Schlick hinein warten wollen, dann ist hier offenbar nichts gewesen. Hier war mal diese Ruine. Von wem oder was auch immer. Aber es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn man an anderer Stelle weiter erkunden kann. Bin ich hier richtig? Ne, bin ich nicht. Ich muss da lang. Wenn Myria nicht so ein ausgezeichnetes Gedächtnis hätte für räumliche Zusammenhänge. Und Drinki natürlich auch. Und natürlich vor allen Dingen auch Dorun. Der hat ja sogar noch Kompass und Südweiser. Südweiser ist ja Kompass. Kompass und Südweiser und Fernrohr. Genau. Das erleichtert ihm die Orientierungsproben. Dann wären sie ja schon im Sumpf dreimal im Kreis gelaufen. Wir sind auf der richtigen Spur. Das hier ist alles Wasser. Das ist uninteressant. Da gehen die Helden nicht durch. Und hier können sie nicht abbiegen. Hier wäre das nächste interessante Stellchen. Kommt. Jawohl. Die Sümpfe des Vergessens. Oh ja. Der Name ist Programm. Jetzt hier ums Eck und dann habe ich da nochmal einen Abzweig. Hoffentlich brauche ich die Waffe, die ich hier gefunden habe, nicht im Sumpf irgendwo. Darauf deutet er erstmal nichts hin, aber das wäre natürlich mega doof. Hier führt ein Weg wieder irgendwo hin. Ein Trampelpfad ins Verderben zur nächsten Sumpfschlacht gegen Ranzis. Tempo! We'll be right back.
Und fort mit den Gegnern. Was war das für ein Kampf? Das war die Nummer 7. So, wovor wollten mich die Ranzen behüten? In ihrer fürsorglichen Art. Davor, dass ich in eine Sackgasse renne. Ja, vom Weg abgekommen. Nee, da war nichts, es ist nur eine Sackgasse. Aber hier, rechts rum, was ist da? Der Weg ist relativ stabil. Es gibt sogar Straßenlaternen. Man soll also auch nachts hier lang gehen können. Sicheren Fußes. Ah! Schon wieder! Ranzis! Nur zwei. Das werden doch garantiert noch viel, 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 viel mehr. Im letzten Kampf hat Doron es geschafft, eine Ranze zu fesseln, was aber ein unglaublicher Wurf war. Das ist nämlich um 13 erschwert und er hat es im ersten Versuch geschafft. Das habe ich dann auch nicht nochmal probiert. Also ich bin sicher, dass hier noch mehr Ranzen kommen, deswegen wird es ein längerer Kampftempo. War gar nicht so schlimm. Aber von Ascalan braucht einen Heiler und der ist bereits unterwegs. Einmal hier und einmal da. Dann darf Myria meditieren, weil das natürlich voll gegen die Laufzeit ihres Penetrizels tickt. Zack, 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 zack. Jetzt ist es schon fast wieder dunkel. Dann rastet hier an Ort und Stelle. Die eine Ranze habt ihr erlegt, die könnt ihr euch über dem Feuer braten, besser als Fische. Und dann würde ich Myria so eine Tarnel zu essen geben. Theoretisch könnte Adrion meditieren. Jo. Und sich dann auch ausknipsen. Und dann schlaft ihr 6 Uhr plus 11 Stunden. Bitte ohne Vorkommnisse. Schön. Hellsicht Penetrizel. Penetrizel, Holz und Stein, in fremde Räume schau hinein. Mhm. Oh, oh. Plötzlich doch wieder eine Brücke. Aber baufälligerer, morscherer Art. Moscher. Ach du meine Güte, das ist ja ein Dorf. Da brennt Feuer, da sind Leute am Leben. Zombies machen kein Feuer. Speichern. Wer oder was erwartet uns hier? Answell, Sprachtalent, Errungenschaft. Uh-huh. Als ihr gerade das Sumpfdorf betreten wollt, kommen euch etwa 2 Dutzend seltsamer Wesen entgegen. Aufrecht auf den Hinterbeinen stehend, sehen sie ansonsten wie Salamander aus, nur dass Salamander keine dreizackigen Speere in den Händen zu halten pflegen. Mit vorsichtigen Schritten kommt das vorderste der Echsenwesen auf euch zu und beginnt mit zischelnder Stimme zu reden. Wir heißen euch in Answell willkommen, Fremde. Zu viele meines Volkes haben schon gelitten. Wenn ihr hier jedoch rasten wollt, sucht euch einen Platz nordöstlich von hier in den Ruinen. Dort solltet ihr sicher sein. Das sind die Ruinen, die die Helden schon kennen. Und sie waren dort sicher, das stimmt. Er schwindelt sie nicht an. Was war das gerade für eine Errungenschaft? Versteht die Sprache der Echsenmenschen. Versteht die Echsenmenschen in Answell. Answell.
Halt. Myria, checks Gesprachen. Das war ja eine ganz normale Probe, noch nicht mal irgendwie erschwert. Myria spricht Exisch. Ruinen nordöstlich von hier. Nordöstlich, es wäre ja hier. Wo die Ruinen, die die Helden kennen, wären südöstlich oder östlich. Kann man mit euch hier nichts machen? Nö, also wenn wir keinen guten Grund haben, hier hinzulaufen, dann sollten wir das auch nicht tun. Die wollen in Ruhe gelassen werden, das können die Helden akzeptieren. Im Runden einmal das Dorf, um zu schauen, ob das wirklich nur ein Echsendorf ist. Ach, hier, diese Ruinen meinen die. Ob das wirklich nur ein Echsendorf ist oder ob hier noch andere Gebäude sind. Und stellen fest, die Ruinen nordöstlich des Dorfes sind offenbar nicht exischen Ursprungs. Und sehen baulich auch anders aus als die anderen Ruinen, die sie entdeckt haben. Mhm. Gut, ob das hier wirklich ein sicherer Platz zum Rasten ist, das ist noch nicht erprobt. Aber es sieht zumindest erstmal sicher aus. Weder Dorun noch Dringil, die diesbezüglich erfahrensten Helden der Gruppe, erkennen hier spontan irgendeinen Haken. Trotzdem wird die Umgebung der Ruine nochmal ein bisschen ausgeleuchtet. Auch Myria entdeckt keine Lichtungen im Schilf, wo irgendwer lauern könnte. Dieses vorgelagerte Häuschen hier, das ist bestimmt dann auch irgendwie nicht zu betreten, oder? Es hat gar keine Tür. Das Häuschen hat keine Tür, also hier ist keine an der langen Seite. Da ist keine und die andere Langseite hatte auch keine Tür. Ein türloses Häuschen. Naja, vielleicht kann man das ja unterirdisch betreten. So, das ist Answell. Adrion gibt Myria einen Weg gesagt, bitte konzentriere und fokussiere deine Penetrizel-Sicht nochmal auf das Innere des Dorfes. Wir umrunden es noch einmal. Die weitere Umgebung, oder sagen wir mal, die nähere Umgebung des Dorfes hat sich als unbemerkenswert herausgestellt. Und alle Helden gucken durch diesen Zaun ins Innere, ob da irgendwas ist, was ihnen dräuen könnte. Aber sie sind der Ansicht, dass das einfach nur ein Dorf von Echsenmenschen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Das Dorfinnere kann Myria jetzt nicht penetrizieren, aber da seht ihr, die hätten nur so ein Glockendings. Möglicherweise Alarmglocken und da möchten sie jetzt nicht wirklich. Ne, da haben sie keinen Grund dazu, hier Stress zu machen. Ja, Answell also. Eine interessante Entdeckung hier in den Zwell-Sümpfen. Aber das wird bestimmt noch nicht die letzte sein. Wir haben immer noch diesen Magierturm, der hier oben irgendwo ist. Da sind wir irgendwie noch keinen Schritt näher gekommen, gefühlt. Und ob wir einen Schritt näher kommen am nächsten Ingame-Tag, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin.